Hallo, wir drehen heute ein Video zu dem Song Schade, den ihr schon kennt. Und wir sind an der ersten Location und ich musste gerade noch mal nach Hause fahren, weil ich dies hier vergessen habe. Acrylfarbe. Guten Tag, wer sind Sie? Welche Rolle haben Sie? Ich bin nicht der Kameramann, ich bin technischer Helfer. Ich glaube, ich habe auf dem Ahu Music Kanal kein einziges Video, wo ich ohne Kopfbedeckung zu sehen bin, oder? So sehen meine Haare aus. Jetzt wisst ihr es. Oh. Hier habe ich auch noch eine frische Palette. 18.07. das Hörspiel, 19.07. das dazugehörige Album, Verwirrte Kunst. Eichhorn frisst hier Brennnesseln. Film das mal, wie eine Brennnessel frisst. Sag ich mal her, mach Tutorial, wie das geht. Streichen? Das ist schwer kaputt. Das würde ich nicht mal machen. Da würde ich mir direkt, Alter, irgendwelche Blasen an den Fingern holen. Nee, einfach so rum. Da passiert nichts. Dann nimmst du das von außen nach innen, faltest das. Er so ist ein kleines. Digga, er ist Brennnesseln wie ein Sandwich. Also. Wie so ein kleines Päckchen. Und das schmeckt? Erinnert ein bisschen nach Gurke. Gurke. Gurka! Voll lecker. Ich weiß, wie wir das mit dem. Nee, danke. Ich hab vor Jahren schon die Mona Lisa geklaut, mit einer Kopie ausgetauscht und das fiel niemandem auf. Oh nein, ich hab die porträtierte italienische Frau doch nicht bei eBay verkauft. Aber wie sieht denn das aus? Ja, immer mir hier im Haus, du Kulturbanause. Wenn das Sternenbild zum Geburtstag kaufe, kein Problem. Hauptsache Kartoffelpüree ist dabei. Ja, Mann. Guck mal hier, Kartoffelpüree. Kurz noch den Flex Trapper Hut. Abrollen mit der Rolle gegen Katzenhaare. Guck mal, Hasenköttel. Ist mal ein davon? Nee. Aber Brennnesseln fressen. Ja, ja, Mann. Also das wird in Schnitten. Man sieht nur wegnehmen und dann sieht man dich von hinten, wie du die aufhörst. So, also theoretisch ja. Oh, bonjour, Mademoiselle, wollen Sie kaufen eine leckere Baguette? Wie ist es so, wenn man den Plex aussieht? Mein Penis ist exorbitant gewachsen, so um die 15 cm, seit ich den Hut trage. Also das macht schon viel aus, denke ich. Ja. Aha. Boah, Digga, wie oft ich damals in jungen Jahren auf dieser Treppe da ganz hinten gesessen hab und fucking Pokémon Go gesucht hab, von morgens bis abends mit einer kleinen Gruppe, Alter. Geil. Und vor allem diese frische Luft da hinten, Alter. Diese Salinluft, das salzige Wasser, was in deine Atemwege reingeht, dich befreit und deinen Geist befriedigt. Würdest du vom Stresslevel so beurteilen, wie war so die Performance? Stressmäßig war okay, waren ja die ersten Takes. Stressig wird es erst, wenn man beim 25. Take ist oder so. Ja. Seltene Farbe Katzenbraun, die heißt so, weil zu 95% besteht diese Farbe aus Durchfall von meiner Katze, nachdem sie bei KFC gegessen hat. Wie wenn ein Schlumpf gekackt hat. Oder abgespritzt. Handwerker Eichhorn. Ja, Totan. Mit dem Schlüssel kann man nicht nur Autos zerkratzen, sondern auch die ganze Welt zerstören, habe ich gehört. Ja. Jo. Nice.
Schuhe. Ich mach wieder richtige Kunst, denn der sogenannte Rap ist mir grad bisschen zu dumm. Ich hab vor Jahren schon die Mona Lisa geklaut, mit einer Kopie ausgetauscht und das fiel niemandem auf. Wir befinden uns bei Eichhorn zu Hause. Eichhorn, du wohnst hier, oder? Du bist ein Eichhörnchen und Eichhörnchen wohnen hier. Da. Da wohnst du? Der Baum. Was geht, Leute? Hier ist Opa Plex. Ich nutze die Gunst der Stunde, um nicht zu sagen, diesen Moment. Einmal kurz, um mich bei euch zu bedanken. Alle, die hier noch am Start sind. Mir ist eine Fliege in die Nase geflogen. Vielleicht war es auch nur ein Popel, der sich bewegt hat. Auf jeden Fall, ey, danke an alle, die mich immer noch tatkräftig unterstützen, die meinen Weg begleitet haben und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Nacktschnecke. Nicht gerade das schnellste Objekt, aber trotzdem passieren allerhand komischer Geschichten mit diesen Tieren. Ein Ausschnitt aus dem Leben meines Vaters, ganz kurz. Der Vater von Plex, also mein Dad, ist mal auf einer gerade gezeigten Nacktschnecke ausgerutscht und hat sich dabei die Hand gebrochen. Möglich, ja. Sie sind gefährlicher als Bananenschalen. Erzähl mal, was ist passiert? Leute, hier war also. Wir haben gerade Aufnahmetakes gemacht. Aufnahmetakes. Aufnahmetakes. Ist das ein Wort? Takes. Aufnahmen. Egal. Wir sind da durch das verfickte Gestrüpp gelaufen. Ah. Haben wahrscheinlich alle jetzt Zecken in den Arschlöchern. Die Takes gemacht, sind jetzt wieder da raus. Jetzt sind wir hier und dann ist uns aufgefallen, Ballett, dass ich hier noch so einen Aufkleber an dem Shirt hatte. Kann er ja einblenden. Ja, das sieht man auch in der einen oder anderen Making-of-Aufnahme hier. Allerdings müssen wir jetzt die Aufnahmen für das Musikvideo nochmal machen. Ich blende euch einmal kurz eine Stelle ein, nochmal mit dem Aufkleber hier. Jetzt. Genau, das war der Aufkleber. Für alle Fans auf jeden Fall, die es interessiert, diese Kippenrauchplex. Seht ihr, das fällt auf, wenn ich eine Kippe wegnehme. Hey, was fängst du mich? Soll ich dich umbringen? Boah, ist mir heiß jetzt, Alter. Ja, 30 Grad, Pullover, Wintermütze, Maske, Handschuhe. Junge, 10 Minuten gedreht. Ein richtiger Öli. Ja, ich werde nur noch die aber Gott sei Dank nicht Yo-Öli. Ach, scheiße, voll reingeschüttet. Irgendwelche abschließenden Worte? Ja, ich werde mir das Sternennachtbild zum Geburtstag kaufen. Ich habe aber erst im Februar Geburtstag. Ist nicht schlimm, das heißt, ich kann bis dahin noch sparen. Und dann ist halt wirklich kein Problem. Dann kaufe ich mir das Sternennachtbild. Das brauche ich nicht klauen, so wie die Mona Lisa. Ja, wenn ihr die Mona Lisa begutachten wollt, dann könnt ihr mich gerne besuchen kommen. Meine Besuchszeiten sind nicht vorhanden. Dankeschön. Danke für alles. Grüße an alle Supporter. Bis bald. Viel Spaß mit dem Hörspiel und dem Album. Ich mal ein Bild für dich von Eisbären im Sonnenschein. Es schmilzt und drippt. Sie brauchen etwas Trockeneis. Ein Bild für dich von Winterpelz und Robbenfleisch. Sag, willst du nichts? Gewissenlos heißt sorgenfrei. Schade!